There is no peace amongst the stars. It is the 41st millennium, and there is only war. We live in the Imperium of Mankind, the greatest empire the galaxy has ever known. Millions of planets united in their adoration for the Emperor. But we are not alone. Fell Xenos covet our worlds. Be it the insidious Eldar, expansionist Tau, or the brutal Horse. Armageddon is such a crucible. It is a planet any species in our empty galaxy would crave. Rich in mineral wealth and a manufacturing powerhouse, producing countless ordnance for the Imperial War effort. To be an inhabitant in Armageddon is to face harsh deserts of ash, chemically tainted rivers, boiling oceans, dense jungles filled with carnivorous flora, and wastes of fire. Amidst these hellish environs, humanity prospers, seemingly out of spite. They live in gigantic smog-choked spires that reach high into the atmosphere. These hive cities teem with human filth and villainy, and yet their industrial might is critical for the Imperium's survival. As an Inquisitor, it is one of my many duties to protect such a world. By the grace of the Imperium, I do not do this alone. Armageddon is well protected. As the founding world of the Steel Legion, it can muster thousands of highly equipped regiments to its cause. Should even these brave soldiers struggle against an invading Xenos threat, then the Space Marines, superhuman worlds beyond imagining, and the Titan Legions, towering god machines armed with unfathomable firepower, can be summoned. But I keep a watchful eye upon Armageddon nonetheless. The planet was invaded before by Dark Packers, and I am not convinced that their taint was fully scoured from its lands. The planetary governor grows woefully complacent, ignorant of what awaits in the darkness of space. Willkommen, Bürger und Scharlatane, zu einem eindeutigen Hinweis. Ne? Warhammer 40.000 Armageddon, das wurde gewählt, das wurde gewollt. Und deswegen spielen wir das auch. Das Intro hat auch schon relativ grob dieses Universum erklärt. Ich mache das mal ganz kurz, weil ansonsten würde man sich zu Tode erzählen. Kurzum, das 40.000 steht für das Jahr. Die Menschheit, also 40.000 nach Christus, die Menschheit hat das Weltall besiedelt, beherrscht mehr oder weniger die ganze Galaxis, mit ganz vielen Ausnahmen, Geschichten und bla am blub. Und es gibt halt böse Aliens, die die Menschheit quälen. Das Imperium der Menschheit, wie ich es richtig nennt, ist eine ultra krasse Diktatur in der Regel, die die Leute unterdrückt und niedermacht. Und Armageddon ist ein Planet, der größtenteils ein Industrieplanet ist. Das bedeutet, seit 10.000 Jahren, so lange gibt es das Imperium laut der Geschichte, produziert dieser Planet Waffen, Lebensmittel, nicht so wirklich, und andere Industriegüter. Und nach 10.000 Jahren unregulierter Industrieproduktion ist der Planet, wie im Intro schon gesagt wurde, klein wenig verseucht. Es gibt Aschewüsten, Säureflüsse, kochende Meere, eine Jahreszeit des Feuer gibt es. Also es ist, die Luft ist chemisch verseucht, man kann auf dem Planeten eigentlich in dem Sinne nur schwer überleben als Mensch. Deswegen lebt auch Großteil der Bevölkerung in mehreren Makropolen, nennt sich das. Das sind riesige Städte, die hunderte Millionen Einwohner haben können auf den größten Planeten. Das führt natürlich dazu, dass es eine riesige Armutsschicht gibt, die ausgebeutet wird, und eine kleine Schicht, die beherrscht. So ganz grob. Also es ist halt eigentlich, wenn man so sieht, ein Drecksplanet mit einer Bevölkerung. Was diesen Planeten halt nur besonders macht, ist, dass er für viele andere Planeten in näherer Umgebung und für das Imperium ein Hauptlieferant für Waffen und Industriegüter ist. Das heißt, er ist also strategisch wichtig. Da kommen wir jetzt auf diesen Typen zu spielen. Das ist Ghazghul Uruk-Mak-Thraka. Das ist
ich müsste mal nachgucken, ob ich jetzt richtig den Namen habe. Das ist ein Ork. Und wie man sich Ork so klassisch vorstellt, kriegerisch, eine riesige Horde, die sich sehr schön streiten. Technologische Barbaren, die aber hin und wieder mit etwas Glück Technik zusammenschrauben können und die überfallen diesen Planeten. Im Betrieb spielen wir vom Tabletop eine historische Kampagne nach. Genau. So. Und ohne lange Schnacken, gehen wir mal kurz rein. Wir werden auch die Tutorial-Kampagne spielen, einfach um das Spiel zu erklären zu können. Und entsprechend auch ein bisschen von der Story was mitzukriegen. Das machen wir denn auch. Im Armageddon-System erscheint ein riesiger Space Hulk. Ein Space Hulk ist eine Ansammlung von Raumschiffen und Raumschiff-Wracks, die sich zusammengeklumpt haben. Man kann sich das vorstellen wie so ein Fusselknäuel, das dann durchs Weltall treibt. Und darauf können lauter böse Viecher leben, aber auch gute alte Technik sein, die man erbeuten kann. Also hat seinen Vor- und Nachteil. Man glaubt, dass er unbenannt ist. Ja, aber Kommissar Varric. Ein Kommissar ist in der Armee der Menschen, in der Imperialen Armee, ein Moraloffizier, der die Rechte hat, jedes Mittel einzusetzen, um die Moral hochzuhalten. Im Endeffekt erschießt er die Leute, wenn sie sich nicht anhalten. Varric ist einer dieser Kommissare. Ist dennoch besorgt darüber und ordnet Trainingsmissionen für die Truppen der Starlegion an, um sicherzugehen, dass sie für den Fall der Fälle bereit sind. Also die Starlegion ist so auf dem Planeten von Armageddon das einheimische Militär. Genau. Wir spielen auf Normal. Nebel des Krieges, ohne rückgängig. Natürlich bin ich der Grandios. Mal gucken, wie kriegt man das. Ne, ich bin nur der Grandios. Congratulations on your promotion, Commander. The Steel Legion needs more officers like yourself, especially as recruitment stations are becoming scarcer due to these cutbacks. In any case. You have been assigned north to Hive Deathmire on Armageddon Prime. Also, Armageddon Primus ist ein Kontinent von diesem Planeten. Der hat zwei Kontinente, Armageddon Primus und Armageddon Secundus. Und ein Hive, wie gesagt, ist diese riesige Stadt. Das kann man sich ungefähr so vorstellen. So sieht ein Hive ungefähr aus, wie ein riesiger Termitenbau. So kann man das auch vergleichen. Und Offizierin Trelza ist erstmal ein Verbindungsoffizier von uns, okay? Ist also gut. Und was machen wir? Wir machen mal einen strengen gläubigen Imperialen. Wann geht es los? You leave immediately. Kommissar Varric is keen to begin training, and this space hulk that's appeared in system has him even more agitated and paranoid than normal. They say he's as tough as a Catachan devil, so don't mess him around. Greetings, Commander. I'll keep this short as I'm not the chatty type. You need to show me what you can do. I dislike weak leadership. It gets soldiers killed, and I consider that a waste. This thing, this Space Hulk inbound, von Straub's fawning circle of advisors would have us believe it is uninhabited space junk, but I'm not so sure. There are many warnings of dark times ahead. The statue of the Emperor in Hell's Reach even weeps tears of blood. I need you and your battalion battle ready. I'll leave you with Drill Sergeant Goyle. Technically you outrank him, of course, but he speaks as if my words were his. Don't disappoint me. In this exercise, you'll be using non-lethal ammunition against another newly mustered battalion, also led by a junior officer. According to my reports, you may know each other from your Schola Progenia days. Commander Venbar Jackson? In any case, don't let Schola ties affect your performance. Remember, you are under the Commissar's scrutiny. So, das ist das Tutorial. Blablub, taktische Karte scrollen, klar, Befehl erteilen, kriegen wir alles hin. So, wir haben hier unsere Karte. Wir haben hier ein bisschen Gebirge, das gibt verschiedene Deckungen. Felsen geben hier keine Deckung, blockieren aber das System so 100%, also können wir nicht hintergucken. Dann haben wir hier einen Schützengraben. Gibt 50% Deckung, plus 5 Verteidigung und blockiert keine Sichtlinie. Dann haben wir eine befestigte Stellung, gibt 50 und blockiert Sichtlinie, also und so weiter und so fort. Dann haben wir hier so einen toten Wald. Ja, auf Armageddon gibt es sich, also im großen Teil von Armageddon gibt es keine Pflanzen, die durchhalten. Hier haben wir eine Alienpflanze, das ist was Einheimisches, ein bisschen Sichtlinie, also die ganzen Felder geben verschiedene Punkte. So, wir haben unsere 10 Runden. Wir haben hier drei Ziele, die wir einnehmen müssen.
Was haben wir? Wir haben einen. Man kann einmal sich einmal bewegen und einmal angreifen pro Runde. Wir haben hier einen Sentinel-Scout-Läufer. Das ist halt wie in Star Wars ein leichter Mech, der laufen kann, die mit verschiedenen Waffen bewaffnet sind. Der hat jetzt eine Laserkanone. Keinerlei Erfahrung, aber volle Lebenspunktzahl. Das ist unser Sentinel Nummer 1. Und wir nennen wir dann alle noch um. Dann hat er eine Moral von 100. Keine Erfahrung. Es steht nicht in Deckung. Er kostet uns 200 Punkte. Hat 8 Lebenspunkte. Oder 8 Lebenspunkte? 1, 2, 3, 4. Also er hat 8, 2, 8 Lebenspunkte, die nochmal in zwei Unterpunkten aufgeteilt sind. Manche Einheiten haben das nicht, manche meinen das ja. Meistens sind Fahrzeuge mit diesen Unterpunkten, dadurch sind die stärker. Dann hat er eine 51er Verteidigung. Initiative. Genau, wir schießen zuerst. Dann haben wir Bewegungspunkte. 5. Dann haben wir, er ist Läufer und Mech. Dann kann er 4 Felder weit sehen, hat eine Nahkampfgenauigkeit von 50% und eine Fernkampfgenauigkeit von 60%. Dann hat man hier die Laserkanone, eine Reichweite von 1 bis 3 Feldern, hat eine Angriffsstärke von 65, hat einen Durchschlag von 20, einen Schuss pro Runde, Genauigkeit 100%, Genauigkeit pro Feld minus 10%. Das heißt, wenn einer 3 Felder weg ist, haben wir erstmal nur 70% Genauigkeit. So. Und wir können halt 5 Felder uns bewegen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Genau. Dann haben wir hier die Standard-Infanterie. Stahlegions-Infanterie. Man sieht halt hier entsprechend die Werte anders. 30 Mann. Oder 30 Lebenspunkte. Aber die haben keine Unterlebenspunkte. 30 so 1. Ne? Initiative ist langsamer. Die haben Lasergewehre. Reichweite 1 bis 2. Ist auch nicht so prall jetzt. Dann haben wir hier einen Panzerjägertrupp. Die haben Raketenwerfer, weil die halt Panzer jagen. Das ist wichtig mit den ganzen Waffen, weil gegen Infanterie taugen die nicht viel. Weil die durchschlagen gut Panzerung, einen Schuss, aber gegen Infanterie machen sie fast keinen Schaden, ne? Weil die haben die Lasergewehre. Haben 2 Schüsse. 2 Schüsse mal 30 müsste irgendwie 60 Schuss oder so sein. So war das, glaube ich, im Spiel. Und dann haben wir noch einen zweiten Trupp und einen zweiten Sentinel. So. Jetzt geben wir denen erstmal einen schönen imperialen Namen. So, das wird das Auge von Armageddon. Dominatus, genau. Und hier machen wir irgendwie ist da kein Regiment. Machen wir die 28. Stahllegion draus. Also 28. Stahllegion. Kann hier noch irgendwie eine ganz andere Menge. Dann machen wir jetzt irgendwie die. Die 5. Na, das hat er hier aber auch. Die 50. Stahllegion haben wir das wenigstens gleich. Ohne Punkt. Machen wir es mal als Abordnung von Regimentern. Und das wären die
Das wird der Trupp Faust des Imperators. Imperator ist halt der oberste Herrscher. Faust des Imperators, weil sie Panzer jagen können. So, gucken wir mal. Wir haben hier eine Miliz. Miliz von der Makropole mit Autopistolen, also ganz normalen Pistolen. Kosten nur 40, in der Tiefe 2, Reichweite 1,1. Das ist ganz gut. Dann gucken wir mal. Wir können mit den Raketenwerfern schießen, würde 5 Schaden machen. Wir können mit unserer Lasergewehr-Infanterie ran, die würden 8 Schaden machen. Dann schießen wir mal. Haben aber nur 4 getötet. Erster Trupp ist weg. Gucken wir mal mit dem Sentinel, der soll scouten. Da haben wir eine Miliz. Und der andere Zeit, da. Da haben wir zum Beispiel ein Fahrzeug. Ein Tauros, ist so ein leichter Jeep. Mit schweren Flammenwerfer. Und eine extra Fähigkeit Schrecken, doppelter Moralschaden. Jeder Träger Schaden für Moral. Gehen aber mit unserem Sentinel ran. Schießen in ein kleines Loch rein. Und das können wir mit unserem Panzerjägertrupp den vielleicht erwischen. Dann eine Reichweite von 3. 1, 2, 3. Könnte gerade so passen. Sehr schön. Ich muss mal gucken, ob ich die Hexfelder anschalte. Hier könnten wir uns Einheiten kaufen und hier geht es ums Missionsziel. Also, erste Runde beendet. Wir scouten wieder vor. Kann aus der Ferne schießen. Jetzt haben wir eine Akropolmiliz mit Sturmgewehren. Reichweite 1 von 2. Wir gehen in Deckung. Und durch die Sichtblockierung können sie nicht auf uns schießen. Ist nicht schlimm. 1 bis 2, da würden sie auf unseren Sentinel schießen können. Gehen wir mit dem Sentinel hier hin. Kann er nichts sehen. Wir nehmen das erste Ziel ein. Bleiben halt in den Gebäuden mit unserer Infanterie. Durch den Berg können wir nicht schießen. Dann gucken wir mal, was passiert. Für jeden Verlust, also die Stärkezahl gibt auch gleichzeitig Moral an. Weiß ist perfekte Moral. Zum Beispiel hier der Sentinel hat nur noch eine 90er Moral. Und das geht halt runter. Und dann verliert man halt Boni auf Initiative und Genauigkeit. Klack, und wieder eine Einheit vernichtet. Unsere Infanterie geht vor, nimmt das nächste Ziel ein. Mit den Sentinel, was hat der? Ist auch einer mit Flammenwerfer. Okay. Kann den Sentinel hier runter. Und hat 2 Lebenspunkte rausgenommen. Das Fahrzeug hat jeweils 1 Trefferpunkt und 7 Stärkepunkte. Passt genau. So. Gucken, was passiert. Das ist halt das Tutorial, da wird noch nicht so viel gegnerischer Druck kommen. Das sind wieder welche mit Pistolen. Das war eine Sentinel. Das schießt uns den kaputt. Der scoutet, man sieht auch schön, wie er den Sichtkreis erhöht. Der geht hier runter. Da ist nichts. Dann kann unsere Infanterie vor. Auf Straßen kann sich Infanterie natürlich deutlich besser bewegen. Und schießen. So, es kann halt sein, dass die mit den Pistolen rankommen. Die haben noch eine Moral von 54. Und unsere 28 Stahllegion hat schon 14 Erfahrungspunkte gesammelt. Yay! Pustet sie weg. Auf in die Freifläche. Da haben wir welche wieder mit Sturmgewehren. Können wir mal versuchen, mit dem Sentinel ranzukommen. Geht aber nicht. Weil hier das Gebäude einmal blockiert. Also der Felsen und wir müssen einmal rummarschieren. Aber wir haben noch ein paar Runden Zeit. Müssen noch die letzten gegnerischen Truppen sein. Das haben die Sturmgewehre, ne? 1 bis 2. 1 bis 2, gleiche Reichweite. Ziehen uns hier rein. Wir müssen. Problem ist, das ist nicht wie im Panzerkorps. Wenn wir Verluste erleiden, werden sie automatisch mit neuen Rekruten gemacht. Das heißt, wir verlieren immer Erfahrung. Deswegen ist es besonders wichtig, möglichst keine großen Verluste zu erleiden.
den zum Beispiel jetzt die Moral runterzuschießen. Wir haben auch noch ein paar Runden. Wir würden zum Beispiel jetzt einen Verlust erleiden. Wir schießen aber noch nicht. Wir machen ihn für die Moral runter. In der letzten Runde schnappen wir uns das. Das hat wunderbar an Deckung. Panzerjäger, dann gehen wir den besten Weg. Weil die Moral schon so schlecht ist und dann dieses Defekt ist, werden wir vermutlich nicht was verlieren. Keiner Verlust erlitten. Jetzt kann die 55. Star-Legion das nicht einnehmen. Der Sentinel kommt nicht rein, weil das ein Fahrzeug ist. Aber nicht so runter schaffen wir das. Sieg! Punktgenau gelandet, keine Verluste erlitten. Wir können mal gucken, der Sentinel hat 45 Erfahrungspunkte gesammelt. 29, 18 und 30. Auge von Armageddon hat ein Kill. 55 Star-Legion hat auch ein Kill. Müssen alle so einen Kill haben, hat sich gut verteilt. Zwei Kills. Und das war die erste Runde. Sieg! As the Commissar ordered, I've been monitoring your maneuvers. And that was sloppy. You'll need to perform better to face the horrors I have witnessed. Believe me, boy. The Xenos covered every Imperial world. And it's up to the Imperial Guard to stop them. Don't listen to the fairy tales. The Space Marines are all but a myth. They won't be about to save your backside when there's an orc breathing down it. Greetings, citizens of Armageddon. You may have heard rumors that a large deposit of Intersector space debris is floating towards our home. Schrott. It's true that over the next few days the sky will darken as this phenomenon, designated by the Air Marshal as Alveus Alpha Alpha Sextus, gets closer. But there is no need to panic. I can assure you, this wreck is uninhabited, and I intend to claim salvage rights for the people of Armageddon. Who knows what treasures, what precious archaeotech lie hidden. This will benefit us all. So stay calm. Don't panic. And keep paying those guild taxes. Oh yes, and bless the Emperor. We take to the jungles. I need to see how your battalion performs in dangerous environmental conditions. So make sure those gas masks are on tight. It won't be all desert plains, boy. You'll have to fight through canyons of fire, acid rivers, burning winds, toxic rains, and trudge through vast patches of grope weed or Hell's Reach monster, a vile plant. And that's just here in Armageddon. As with the previous mission, you'll be facing Jackson's battalion. I expect you to show him no mercy. When I fought the Eldar and Orgil VX, they were pitiless killers. And so should you be too, if we are to face the Xenos and survive. Just got word from that paranoid old dog of a Commissar. We'll be facing you for the rest of our posting at this crap hole of a hive. You got lucky on that first exercise, but just like at the Scola, I'm going to teach you a few lessons of my own. See you in the jungle, Commander. Also, es ist jetzt ordentlich losgegangen. Also, der von Straab ist der planetare Gouverneur und wir merken so, dieser Gouverneur ist ein bisschen, nennen wir mal, kompetent. Und der Noschola Progenium ist eine Schule, eine Offizierschule. Und wir haben noch unseren alten Feind. So. Denn wir müssen wieder drei Missionsziele einnehmen. Jetzt sind wir in Armageddon-Dschungel gelandet. Das ist äquatoriale Dschungel, also in der Mitte des Planeten praktisch.
zwischen den beiden Kontinenten Armageddon Secundus und Armageddon Primus. Dann setzen wir das weiter an. Aufstellungsphase, genau. Wenn wir in der Aufstellungsphase sind, können wir unsere Truppen aufstellen. So, wir können uns noch keine Truppen kaufen. Also machen wir das. Ein Scouter hierhin. Ein Scouter dahin. Eine Infanterie. Eine Panzerjäger. Klack. Und wenn wir so bereit sind, speichern wir. Und wir nennen das YouTube 1. Dann, liebe Bürger und Scharlatane, hoffe ich, dass die grobe Einleitung ein bisschen gefallen hat. Und ich verrate jetzt nicht, was das für Dinger sind. Sind bestimmt Würstchenschmeißer. Wir gucken mal. Auf Wiedersehen.